Hallo und herzlich willkommen zu Singen ohne Angst, wo Wissen Mut macht. Ich bin Fawn Arnold und ich antworte folgende Singen ohne Angst Frage. Liebe Fawn, ich singe für mein Leben gern, aber ich habe ein Problem. Ich weiß nicht, wie ich richtig üben soll. Wie lange sollte man höchstens üben und welche Übungen sollte man machen? Immer die gleiche oder jedes Mal verschiedene? Das sind einige der vielen Fragen, die in meinem Kopf rumwirrt. Kannst du mir helfen? Vielen Dank. Deine Antwort kommt jetzt. Ich glaube, ich werde heute mein Lieblingslied üben. So nicht. Also das ist eine sehr gute Frage. Jeder muss so ein bisschen seine Art zum Üben für sich entwickeln. Ich fange immer an mit so Luftübungen, dass ich dann ein paar Atemübungen mache und dann, damit die Zwerchfellmuskeln ein bisschen aufwärmen, ich mache ein paar Zungenübungen, damit die Zunge sich aufwärmt. Dann mache ich Lip Trills, ein paar Zzzz für die Mittelstimme. Ich mache vielleicht 2 bis 3 Kopfstimmeübungen, weil meine Kopfstimme, ich habe immer Angst, dass ich verliere meine Kopfstimme, weil ich so viel Bälte und so viel Power Rock und sowas singe. Deswegen singe ich immer ein bisschen mehr mit meiner Kopfstimme. Dann mache ich eine Tiefstimmeübung, dass ich richtig tief in die Bruststimme gehe. Dann arbeite ich so circa 20 Minuten. Diese einzigen Übungen sollte aber nicht länger als 10 bis 15 Minuten dauern. Das ist wirklich nur einsingen. Auch wenn irgendwas nicht klappt, denk nicht viel darüber nach. Sing einfach durch, damit die Stimme richtig eingesungen ist. Dann arbeite ich an verschiedene Sachen. Einen Tag arbeite ich vielleicht nur an meiner Bassstimme. An einem anderen Tag arbeite ich nur an meine Kopfstimme. Und das insgesamt, wenn du wirklich das täglich machst, nicht länger als 30 Minuten. Wenn ich aber ein Lied lerne, das dauert ein bisschen länger. Ich singe mich ein für 10 Minuten und dann lerne ich das Lied und dann bearbeite ich die Teile von das Lied, wo ich Probleme habe. Und das ist manchmal 1 Stunde oder 1,5. Je nachdem. Aber ich markiere viel, ich singe nicht viel aus, damit ich die Stimme schone, während ich die Lied einsinge, so lerne. Ja? Okay, sag mir Bescheid, wie es für dich gelaufen ist. Und wenn jemand da draußen eine Frage an mich hat, dann frag mich einfach. Alle Fragen bitte an fragen@singenohneangst.de. Ich freue mich drauf und ich antworte so schnell wie möglich. Hast du Lust auf Gesangsunterricht, aber du traust dich nicht? Mach nichts, e-mail mich einfach und vereinbare eine Gesangsstunde mit mir. Entweder in meinem Studio in Stuttgart persönlich oder auch per Skype. Yay! Erfahre alles auf www.singenohneangst.de. Dort gibt es übrigens auch jede Menge Übungen zum Downloaden und du kannst dort auch erfahren, wann und wo meine nächsten Workshops sind. Ich freue mich. Also, wenn du wirklich ganz, ganz dolle Angst hast, vor jemandem zu singen, dann empfehle ich meine Singen ohne Angst Gruppe. Das ist eine ganz tolle Truppe. Du bekommst auch monatlich Einzelgesangsunterricht, Gruppengesangsunterricht, Liedinterpretation und Schauspiel sowie Bühnenpräsenz und ein bisschen Bühnenbewegung. Wir vorbereiten uns auch in Gruppenproben auf monatliche Shows und Solo-Showcases. Es macht wirklich viel, viel Spaß. Wenn du Interesse hast, kannst du gerne einen Probemonat machen, einen Schnuppermonat. Melde dich, ich würde mich freuen, dich in die Gruppe zu sehen. Ich bin der Meinung, dass unsere Träume sind dazu da, uns unseren Weg zu zeigen im Leben. Also egal, ob du Profi-Absichten hast oder nicht, wenn Singen dein Traum ist, dann mache es. Und denk bitte daran, deine Stimme ist so einzigartig wie deine Fingerabdruck. Und
das ist kein Kompliment, das ist wissenschaftlich erwiesen, das ist ein Fakt. Also singe mit viel Mut und ohne Angst. Wir sehen uns bald wieder. Ich freue mich. Happy Ubing! Rainbows end. That's where we'll meet. By the river, so sweet.